muss man dann klar und deutlich Kainak verhaften, Kramgas 53, plus seine Frau Wüttrich, die Unterschriftfälschung gemacht hat bei der Mietkautionen an 1190 Franken dreimal. Die erste Miete, die sie haben, die ich zahlt habe, zahlt habe, wie die drei Mietkautionen, die sie mit S. Kainak unterschrieben haben. Sie heisst aber Wüttrich, das ist Unterschriftfälschung. Sie haben mir gekündigt. Sie haben gesagt, ich habe die Miete nicht gezahlt. Ich konnte alles beweisen. Es ist auf meiner Homepage bin.de/hp/bund-neu. Das Video, wo man sieht, klar und deutlich, dass ich im Juni im Postbüchli zwei Mietzinsen miteinander gezahlt habe, also für den Juli auch gezahlt. Und dann hatte ich einen Dauerauftrag auf der Post. Die haben mir alles gestohlen. Die sind mir auch in die Wohnung, die haben auch Rufmord gemacht. Die sollte man eigentlich klar und deutlich verhaften. Die haben ganz falsche Dinge gesagt. Heute muss man Stadthütten haben, dass man jemand ist. Oder ein Dr. Walter, der dann die Polizei angeglaubt hat. Einer rechts, einer links, Polizist. In der Mitte der Dr. Marcel Walter, der ja, die anderen verhackt hat. Ja, da ist mir ja etwas. Schlussendlich war der Mörder, nicht wahr? Das ist nämlich auch ein Mörder, der mein Lebewesen, das ich unter meinem Herzen gedreht hat und gebracht hat. Übrigens. Gell? Da muss man Stadthütten besetzen oder man muss Frauenarzt sein, dass man jemand ist. Ein normaler Bürger hat für euch keine Rechte. He? Und ihr nennt euch Gottesfürchtig, im Namen Gottes des Allmächtigen. Was für Abschaum seid ihr eigentlich? He? Was für Abschaum seid ihr eigentlich? Ich bin selber fast dran gestorben. Ich habe sogar mein Kind noch mitgenommen ins Spital. Nur, dass ihr das auch wisst. He? Was seid ihr eigentlich für Abfall? He? Solche wird geglaubt, he? Ja, ich werde alles rassetzen, wie der Mörder zwingen, rechts und links. In der Bahn, wo man gesehen hat, ist der Mörder mit drin, wo solche Sprüche hat. Genau solche tut der Bibäperle, Trögler und Alkoholiker, tut den Himmel auflöpfen, auf Verbrecher. Und Ausschuldungen wollen dir das Leben nehmen, he? Alles nehmen. Die hat mir alles gestohlen, was sie können stellen. Hinter alles seid ihr. Es reicht, das ist fertig jetzt, es reicht. Nein, die tut noch die Wohnung schänden. Ich habe noch nie eine Waffe besitzt in meinem Leben. Ich heiße auch nicht Eva Ernst, ich heiße Evelina Capitani. Ist das klar? Ein riesen Verbrechen, das hier in der Schweiz abgeht. Das kenne ich mit vielen Leuten auch von früher. Übrigens. Ich will gerade den ganzen Bundesrat auch noch verhaften. Das ist meine freie Meinung, die ich äußern darf. Punkt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Fertig, Schluss.